Für Henriette Fee Grützner wird es heute süß und fruchtig. Im sächsischen Bad Schandau hat sich Max Bernhard seit einigen Jahren der Herstellung von Bonbons verschrieben. Das Besondere, er lässt dabei ein altes Handwerk wieder neu aufleben. Das riecht nach süßen Bonbons und Lollis. Ja, schmecken tun sie auch noch gut. Dein Schlaraffenland hier. Auf alle Fälle. Was machen wir heute Schönes? Na, wir machen heute leckere Bonbons. Magst du schon mal was kosten? Ja, gerne. Kurz, ich stecke mal meine Lollis hier fertig. Ja. So. Was Fruchtiges? Was gibt's denn? Sag mal, was sind denn so die Sorten? Wir haben über 20 verschiedene Sorten. Wenn ich jetzt alle aufzähle, hast du die erste wieder vergessen. Okay, was ist das zum Beispiel? Limette Rosmarin. Probiere ich. Das klingt spannend, sein? Ja. Nur ätherische Öle, keine Aromen. Das ist ein bisschen was Ungewöhnliches, ne, mit Rosmarin? Auf alle Fälle. So viele Bonbons mit Rosmarin kriegst du nicht. Riecht auch erstmal eher nach Rosmarin als nach Limette. Im Geschmack ist dann die Limette vor. Halt mal. Zitronig. Ja. Lecker. Rockbonbons. Fachleute vermuten ihren Ursprung im 17. Jahrhundert in England. Im Osten Deutschlands wurden sie bis zur Wendezeit produziert. Mit der Auflösung vieler Bonbonfabriken in den 90ern gerieten sie dann in Vergessenheit. Seit einigen Jahren erleben sie ein Revival. Die wichtigste Zutat? Zucker. Wir brauchen jetzt aber nicht den ganzen Sack, oder? Nein, wir brauchen nicht gleich den ganzen Sack. Wir machen circa, ja, 8 Kilo Bonbonmasse. 8 Kilo? Ja, da wären schon ein paar Kinder von satt. Zum Zucker gießt Henriette noch Wasser. Anschließend muss alles zum Kochen auf den Herd. Eine entscheidende Zutat fehlt aber noch. Welche das ist und woher die Rockbonbons ihren außergewöhnlichen Namen haben? Gleich. In der Bad Schandauer Manufaktur wird Henriette heute zur Bonbon-Köchin. Ganz nach alter Tradition. Die nächste wichtige Zutat neben Zucker und Wasser, Glucose. Sie sorgt dafür, dass sich der Zucker später nicht zurückkristallisiert und kreiert eine dickflüssige Konsistenz. Aber sag mal, das alleine macht ja noch keine Bonbons aus. Was kommt noch rein? Das ist richtig. Das Ganze muss natürlich später auch noch schön schmecken. Dafür arbeiten wir mit natürlichen Rohstoffen. Geschmäcker wie Pfefferminze, unser Apfel, Waldmeister, Minze? Oder die Birne. Da drehen, da zieht's dir schon die Augen zusammen. Also Minze spontan nein. Ja. Was sind hier noch? Das wäre jetzt die Birne. Birne? Die ist schön fruchtig auf alle Fälle. Wie ist das? Das ist eher was viele Leute nehmen, gerne Birnenbonbons? Also mit unseren fruchtigen Sorten kann man eigentlich allgemein nichts falsch machen. Das riecht sehr gut. Ja? Das kommt auf jeden Fall in die engere Auswahl. Dann jetzt hier nochmal den Apfel zum Testen. Oh nee, Birne. Dann wird's die Birne. Das Besondere? Henriette darf sich für ihre Bonbons sogar ein Motiv in der Mitte aussuchen, das der gelernte Konditor skizziert. Passend zum Geschmack? Eine Birne. So, das jetzt mal ganz einfach als Skizze. Und würde es gehen, das wäre nur eine Frage, vielleicht ist das eins zu viel, dass wir zum Beispiel hier noch so ein Gesicht reinmachen, oder geht das nicht? Das können wir sehr gerne probieren. Ja? Ja, cool. Ich denke, zu zweit kriegen wir das hin. Die Zuckermasse ist mit 150 Grad Celsius kochend heiß. Damit Max sie bearbeiten kann, muss sie etwas runterkühlen. Das hier ist, muss ganz kurz mal fragen, das ist eine Steinplatte. Habt ihr die extra angefertigt, oder? Das ist eine, genau, extra angefertigte Granitplatte. Okay. Der Granit hält die Temperatur lange und dadurch können wir sie zum Auskühlen der Masse verwenden. Wichtig, langsam runterkühlen. Sonst droht die Masse zu schnell hart zu werden und wäre nicht mehr formbar. Schon die ersten Rockbonbon-Hersteller nutzten dafür Steinplatten. Das Handwerk hat sich der gelernte Konditor Max neben der Lehre selbst angeeignet. Während die Masse abkühlt, sehen Sie eine weitere Erfindung. Henriette und Max wollen heute fruchtig-süße Bonbons zaubern. Für einen leicht säuerlichen Geschmack gibt Max Zitronensäure hinzu. Außerdem kommen noch Aroma und Farbe in die Masse. Der Granitstein hat diese mittlerweile auf 120 Grad Celsius abgekühlt. Statt flüssig ist sie jetzt weich und perfekt weiter zu verarbeiten. Ab jetzt muss es schnell gehen, denn je kälter die Masse wird, umso härter wird sie auch. Und
Wir teilen das jetzt in drei Teile, weil... Damit sich erstmal die Farben nicht miteinander vermischen. Wir wollen ja einen gelben Teil haben, wir wollen einen grünen Teil haben. Das heißt, der gelbe Teil ist für unsere Birne, der grüne Teil ist für den Rand. Und was wird das? Daraus machen wir die ganze Füllmasse dazwischen. Das Bonbon besteht später aus drei Schichten. Mantel, Füllung und Motiv. Die Füllmasse bekommt von Max eine Sonderbehandlung. Dieser Teil der Bonbonmasse, ja, wird nun gezogen. Weil? Durch das Ziehen arbeite ich Luft ein. Und durch die eingearbeitete Luft verändert sich die Farbe der Masse. Die Masse wird dadurch aber nicht nur weiß, sondern erhält auch eine andere Konsistenz. Das ist wichtig, damit sie sich nicht mit den farbigen Teilen vermischt. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass wir aus dieser riesigen Masse dann ganz kleine Bonbons machen, aber das wird noch, ne? Das kriegen wir auf alle Fälle hin. Ich habe jetzt den Tisch noch mal ein bisschen wärmer gemacht und dann sollte das passen. Den Tisch kann man wärmer machen? Wir haben hier eine Platte unten drunter, die ist beheizt. Circa 80, 90 Grad Celsius, würde ich sagen. Und das dient dazu, dass wir die Möglichkeit haben, hier alles bis zum Schluss aufzuarbeiten. Frühere Bonbonmacher verwendeten dafür sogar heiße Steine. Dank der Heiztechnik und viel Muskelkraft schafft Max bis zu 50 Kilogramm Bonbons am Tag. Doch es braucht neben Stärke auch viel Fingerspitzengefühl. So wie beim Modellieren der Birnengesichter. Kann ich das, ja, darf ich das mal annehmen? Ja, solange du es nicht verformst. Das sind die Augen und der Mund. Auf Anfrage modelliert der gelernte Konditor neben Fruchtmotiven auch Firmenlogos und andere Muster auf seine Bonbons. Um das fertige Gesicht legt Max noch die Ummantelung. Für den gesamten Ablauf, also vom Ansetzen der Mischung bis hin zur fertigen Leckerei, brauchen die beiden eine Stunde. Und wie aus der riesigen Zuckerrolle ein kleines Bonbon entsteht, sehen Sie nach dieser Erfindung. Zurück in Bad Schandau. Henriette und Max wollen aus dieser riesigen Zuckerrolle Bonbons machen. Ein wichtiger Schritt fehlt aber noch. Ein Teil der Bonbonmasse wird jetzt auf einer Seite verjüngt. Verjüngt? Verjüngt bedeutet, es wird zu einem Kegel geformt. Wir haben ja jetzt eine große, gleichmäßig dicke Rolle. Und eine Seite wird dünner geformt. Weil? Dadurch können wir die Bonbons jetzt in lange Stangen ziehen. Diese Stangen kühlen dann aus. Und wenn sie ca. 30 Grad Celsius erreicht haben, können wir auch schon gucken, ob das Ganze geklappt hat. Vorsichtig und mit viel handwerklichem Geschick formt Max das große Bonbon zu kleinen Stangen. Aber gibt es viele Leute, die auch so in den Laden kommen und sagen, auch schön, das ist ja noch wie früher? Auf alle Fälle. Ja, ne? Also das gibt es viel. Dadurch, dass das eben gerade auch diese Rocktechnik ein altes Handwerk ist, was heute so in Deutschland eigentlich nicht mehr gemacht wird, also zumindest nicht industriell. Mhm. Es gibt wieder einige Bonbonmacher, die sich dazu finden sozusagen. Aber jetzt diese Rocktechnik in der Gegend hier bist du der Einzige, ne? Soviel ich weiß, in Sachsen ja. Ja, bist du der einzige Rockstar. Naja, ja. Rock bedeutet so viel wie Stein oder Felsen. Die sind fest und oft scharfkantig, wie die Bonbons. Darum der Name Rockbonbons. Schlag. Und das ist das Ergebnis. Birnenbonbons mit individuellem Motiv in der Mitte. Guck mal, unsere kleine Birne. Super geworden. Sehr schön. Jetzt kommt der große Moment, Max. Wir probieren sie mal. Du nimmst gleich das? Ich nehme gleich das. Sehr gut. Mhm. Na dann. Ich nehme etwas kleineres. Ich koste wahrscheinlich heute noch mehr. Ja, na dann.
Lecker. Sehr gut geworden. Mm. Den können wir so ins Sortiment mit aufnehmen. Ganz lecker. Vor allem, die schmecken richtig schön fruchtig nach Birne. Es hat megamäßig Spaß gemacht. Hab vielen Dank, dass ich das mit dir machen konnte. Die Rockbonbons. Ja, und jetzt rockt für Sie aber erstmal die Umschau. Wir sehen uns aber nächste Woche wieder bei Einfach Genial.